Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zu Coast Guard. Wir sind heute auf Patrouille mit unserem schönen Einsatzkreuzer. Nenne ich den einfach mal so. Und ja, wir sind auf jeden Fall die Küstenwache. Und das letzte Mal habe ich ja das Spiel ein bisschen so vorgestellt. Und heute geht es darum, Wasserproben zu nehmen. Ja, ich habe ja auch schon ein paar Sachen gesagt, die ich ja eventuell verbessern würde hier beim Spiel. Auf jeden Fall sehe ich hier die Kantenglättung, das ist auf jeden Fall nicht so toll. Aber sei es drum, wir wollen dieses Adventure-Simulationsspiel doch mal weiterspielen. Das bedeutet, wir müssen erstmal in unser Einsatzgebiet. Wir sind natürlich 7 Monate vor den Ereignissen. Spielt das jetzt und das bedeutet, wir werden hier die Story mal ein bisschen spielen. Inwieweit es bei euch ankommt und ich das weitermache, das werden wir dann sehen. Ne? So, ich kreise hier aber ganz schön. Ey. Lenken wir mal ordentlich ein. Und Wasserprobe, ja. Nebel ist überall. Das ist so ein bisschen gruselig. Und was ist denn da vorne? Und da sieht man schon dort hinten. Die, gehen wir mal in die andere, nicht Verfolgerkamera, das sieht bestimmt nice aus, oder? Lassen wir uns mal den so lang fahren. Schön, gefällt mir sowas. Tochterboot, bla bla bla, Heck, Lösch, Brücke. Dann sind wir gleich da. Oh, hier ist sogar eine Kamera drin. Schön. What the? Finn, come take a look at this. What's going on with you? There's an unbelievably thick fog starting to drift our way. Uh-huh. Eerie. Be careful. Still going to try to get the water sample with our daughter boat. Uh-huh. Roger, Defoe. Gut. Alles klar, jetzt gehen wir ins Tochterboot. Auf jeden Fall, der Nebel hat sich ein bisschen verdichtet. Und jetzt gehen wir mal raus in unser kleines, niedliches Boot. Meine Fresse, ist hier viel Nebel. Gehen wir mal in die Brücke. Oh. Wir haben das Fenster offen gelassen. Der Nebel ist auch hier drinnen. Das ist nicht so schön, ja, dass sie es so animiert haben. Was ist denn das überhaupt hier? Ist da ein Hubschrauber in der Luft? Ja, was ich denn nochmal sagen wollte, gerade bei den Mods, ich hätte ja gerne die amerikanischen Schiffe, gerade die Coast Guard, ne? Wenn man es schon so nennt, wäre es da auf jeden Fall cool, wenn man die amerikanischen Schiffe und hier, jetzt müssen wir jetzt mal gucken hier, ob wir irgendwo Verfolger, Steuerbord, bla bla bla, das ist das hier, aha, gut. F6 haben wir gedrückt. Jetzt holen wir gleich mal Wasser. Ach hier, guckt euch an. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das zu nehmen. Water sample obtained. Then pass that wet little baby right on over here. Can you already gauge what kind of an oil slick it is? Looks like bunker C to me. Not good. Good. MSC, we suspect we might have a leaking ship in the area. Should we launch a search operation? Yes, we're transmitting you the search area. Coleman, we're on the lookout for an environmental offender. He seems to be dumping heavy oil into the water. Okay, I'll keep my eyes peeled. But bring that sample over here to me first. Alles klar. Wir haben jetzt eigentlich genug Wasser geholt, ne? Proben. So, alles schön. Holen wir nochmal. Alle guten Dinge sind 4. Und jetzt sagen wir... Objekte haben wir? Scheiß. Jetzt habe ich nochmal Wasser. Okay, dann können wir auf jeden Fall Nudeln nachher kochen. Wir gehen jetzt wieder zurück. Und fahren erstmal nicht in diese komische Lache. Es könnte sich dadurch um Öl handeln, ne? Machen wir mal so. Und jetzt Attacke Ü. Und werden wir mal schön ins Schiffchen rein. Und da habt ihr schon mal den einen Charakter kennengelernt, diesen Wissenschaftler. Der wird für uns wahrscheinlich das Öl überprüfen. Jo.
Und bei dem Vorgängerspiel, die Seenotretter, war ja das Problem manchmal mal so das Einpacken. Ja, komm. So. Nee, so will er es nicht machen. Müssen wir es doch per Hand. Aber es lockert sich wieder ein bisschen auf, oder kommt mir das nur so vor? Ja, falls ihr denn irgendwelche Mods mal habt für das Spiel, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ja, das wäre dann auf jeden Fall interessant. So, jetzt rin ins Boot. Oh, da öffnet sich das. Und ja! Haben wir doch klasse gemacht. Was ist mit dir los? Warum trampelst du? Gut, alles klar. Wir gehen erstmal hier rein. Oh, hier hätte doch jemand die Fenster offen gelassen. Ist ja alles voller Nebel. Komm, mach mal die Tür wieder zu, ne? Warum ist das... Oh, puh. Gut, dann sind wir das erste Mal hier auf unserem Schiff. Dann gucken wir mal, welche Räume das sind. Das sieht aus wie so ein Verhörzimmer. Ja, stimmt. Das ist ein Verhörzimmer. Wow, das könnte ja durchaus mal richtig interessant werden. Da sitzen wir jetzt hier drinnen und können die Leute so richtig schön verhören. Mhm, gut. Die Maus habe ich immer noch nicht angestellt. Oh, hier ist der Doktor. Ja, mein Doktor. Typischer Doktor, ne? Glatze. What's up, Finn? Ja, ich habe Arbeit für dich. I have work for you. Samples? Fingerprints? Database tests? No problem. Just put that object of yours up on the lab table, or rather, the computer. And I can explain the rest to you. Was denn, soll ich das noch machen? Ich muss ja sagen, bei Chemie und so einem Rotz habe ich ja nie so richtig aufgepasst. Gut, wie gehen wir da hin? Am Tisch. Achso, wir sollen unsere Probe wahrscheinlich erstmal. Wir haben hier zwei, ich habe da so viel geholt. Stellen wir es erstmal hin. Will you manage by yourself, Finn? It can't hurt for me to know. How do I start, Larry? Turn the Bunsen burner on so its flame is very hot. Use the valve at the bottom to do so. Excellent. See the big needle with the loop at one end? The one that looks like a dip net. Yes? That's an inoculating loop and your most important instrument. The next task has three steps. First, take the inoculating loop and hold it into the blue flame. That sterilizes it. You can move it by holding down the mouse button. Second, guide it into the jar of seawater to extract the sample. Third, inject the sample into the petri dish. Then we'll continue. Also, wir sollen, ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt die Flamme hier höher und tiefer gemacht habe, weil ich hier, man sieht hier auch diesen kleinen Strich da, ne? Aber es ändert sich nichts. Ich finde aber die Idee cool, dass man hier solche Sachen machen muss, ne? Das ist ja wie auch ein bisschen Simulation. An der Flamme oben ist ja die größte Hitze. Dann gehen wir hier in diese Petrischale. Ne, Petrischale ist das daneben, in dieses Glas, wo wir das Wasser gesammelt haben. Aber machen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, was ist hier los? Doktor, was ist hier los? Was muss ich machen? Also, aha. Ne, kann ich nichts machen. Hier ist so eine komische Datenbank. Probe. Kann ich die hier vielleicht irgendwo noch reinmachen? Ach, guckt euch mal an. Hier ist auf jeden Fall die Namen meiner Leute. Mhm. Gut, alles klar. MSC, this is Daniel Defoe. We'll take care of the reported water contamination. Roger. Ja, ich habe jetzt gemeldet, dass ich die Wasserprobe mache. Das ist schön. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Beenden. Warum will er das hier nicht übernehmen? Warte mal, pass auf.
Wir werden mal die Probe jetzt nochmal nehmen und hier rein. Aber irgendwie will das System nicht so richtig funktionieren. Oder ich bin einfach zu dämlich. Eine Pistole kann ich auch nicht nehmen. Nee. Abbrechen. Komm. Geh raus. Das ist ja ärgerlich. MSC, this is Daniel Defoe. We'll take care of the reported water contamination. Roger. Ich komme hier auf jeden Fall irgendwie nicht raus, ne? Warte mal, was kann ich hier noch anklicken? Ich drücke jetzt hier hin und her und ich stelle mich wahrscheinlich total dämlich an und jeder wird sagen, man klickt doch mal einfach auf, auf was bloß. Ich drücke jetzt hier einfach mal ein paar Knöpfe. Und haben wir da vielleicht irgendwo einen Bug gefunden? Ich mache erstmal so lange Pause, bis ich hier mal rauskomme. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, wie ich es gemacht habe. Aber wir probieren trotzdem mal. Wir gehen hier diesen Strich lang. Will er irgendwie nicht? Warum willst du nicht? Irgendwie. That was wrong, Finn. Okay, I'll try it again. Ja, ich mach doch. Guck mal, ich nehme es jetzt hier. Mach es heiß. Geh hier rein. Ich keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Jetzt lege ich es hin. Dann hat er hier oben so einen kleinen Bubbel. Ja, und dann gehe ich hier rein. Lasse los. Now we need to distill a colony from the sample. To do so, we'll use the so-called dilution plating method. Hold down the mouse button and guide the inoculating loop to follow the lines along the petri dish. That way, you'll distribute the sample so that colonies can grow. Geh hier lang. Ah, und dann loslassen. Ah, und dann wieder runter, wieder hoch. Antippen, linke Maustaste, wieder zurück, loslassen und dann haben wir es gemacht. Ja, schön. Well, that finishes up our business here. I'll let you know when I receive the final analysis for it. Mm-hmm. Until then, you should use the Luke Fox to start searching the area for the perpetrator. Alles klar. Hier an den Rechner gehe ich lieber nicht ran, weil da gibt es irgendwie die Probleme, dass ich da nicht rauskomme. Ja, warum ich dann den Abstreicher dann wieder hinlegen muss und dann wieder anpacken und dann in die Petrischale, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das bleibt wahrscheinlich ein Geheimnis. Gehen wir mal hier hoch. Oh. Schön. Ich habe jetzt ungelogen, bei 20 Minuten dran gesessen, um das auszuprobieren. Wir fahren jetzt in das Seegebiet und versuchen jetzt den Verursacher zu finden, der diese Sache verursacht hat, ne? Ach Gottchen, guckt euch mal da vorne an. Bei mir ist ja da vorne noch die Löschkanone an. So, aus, wieder rein, Attacke Hü. Ein Hubschrauberlandeplatz ist hier oben. Heißt das für uns, dass wir irgendwann mal mit Hubschrauber fliegen können? Keine Ahnung. So, wir gehen nochmal ein bisschen nach außen, um hier wirklich zu sehen, wo hier was sein könnte. Ich mach mal hier einen Norden. Nee, das ist doof. Ich mach das so, so wie die Richtung ist vom Schiff. Dann kann ich hier sagen, schauen wir mal. Backbord. Ja, ist links und Steuerbord ist rechts. Wir können ja auch gerne mal vorne auf den Mast gehen.
Hat aber nicht die Möglichkeit, irgendwie den Kopf noch zu drehen. Wir machen wieder zurück. Ja, wo ist das Objekt der Begierde? Ah, warte, ich habe hier irgendwas gesehen. Glaube, dort hinten im Nebel scheint es zu sein. Ja, guck mal hier, wenn ich jetzt die Kamera ein bisschen drehe, drehe jetzt nach vorne, sehe es nicht. Ah. Brücke. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Kamera das denn jetzt sein soll. Wir gehen jetzt mal wieder nach außen. Das machen wir mit F1. Und da ist das Schiffchen. Finn, what the hell is that? MSC, we've spotted a fishing vessel in the fog. It seems to be drifting unmanned and looks like it's in pretty bad shape. We'll take a picture and send it over to you. Maybe you can find out if it's been reported missing. Ooh. I'll get on it. Anything else? Let's dock our boat and take a look at the situation. Agreed. So, wir werden jetzt, weil wir mit den Schiffen wahrscheinlich nicht anlanden können, werden wir mit dem Kleinboot zack raus. MSC, this is Luke Fox. Bowers and I will take care of the leaking ship with the daughter boat. Roger. Luke Fox heading out with two people aboard. Here we go. Alles klar. Jetzt werden wir mal den kleinen Schipper hier nehmen und mal schauen, wo wir hier am besten anlanden. Schauen wir mal. Auf dieses kleine Geisterboot. Warte mal, wo... Ach, hier. Oh, na toll, die Kamera. So, gehen wir mal hin. I'm going to take a look at the compartments below deck. Are you staying up top? I can do that. MSC, we have boarded said object. OSC Astaire is inspecting the interior rooms while Bauer secures the upper deck. Anybody on board? No, it seems to have been drifting around here completely unmanned. I have the results of the water sample. Heavy oil, very high concentration. It must have only just leaked recently. So you guys are probably standing on the perpetrator right now. What the hell happened to this thing? We'll look into it. Over and out. Good luck, Finn. Also, das ist hier mein Kumpel. Reden möchte ich mit dem nicht. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier rüber gehe, stürze ich ab. Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. So, es scheint unbemannt zu sein. Der Typ bleibt hier. Er hat wahrscheinlich Schiss. Und hier kann ich nicht weitergehen. Und der Wissenschaftler hat herausgefunden, dass es Schweröl ist und ja, noch gar nicht so alt. Mal sehen, ob ich um das Schiff hier rumgehen kann. Vielleicht finde ich ja was. Hier finde ich nichts. Weil, ne, hier komme ich auch nicht weiter. Oh, gucke an. Hier kann ich ja so ein bisschen rumbacken. Aber dann geht's hier nicht weiter. Oh, gut, alles klar. Kleinen Fehler gefunden. Macht nichts. Wir gehen jetzt hier rein. Und jetzt sehen wir das Schiff auch mal im Hellen. Und überall gucken wir jetzt, ob wir hier was finden. Also, was habe ich im Rucksack? Im Rucksack habe ich nichts. Ich habe ein Schießeisen. Warte mal, was ist hier oben? Hier ist zugeschlossen. Aha. Da steht dann noch unser Johnny Walker. Aber hier gibt es auch keine Tür, wo ich hier rein kann. Nur die hier. Die ist zu. Gut. Dann gehen wir mal einfach in den Keller. Da scheint Nebel zu sein. Coleman, you won't believe it, but the lights are still on in this thing. What? The motor still seems to be running. The lights are on. So there are still people on board? That would explain why the ship is leaking oil. I'm going to search through the different rooms. Okay, let me know. MSC, this is OSC Astaire. I'm below deck and have found a running motor. I thought the ship was abandoned. Maybe someone else found the ship adrift and got it running again. And just now fled? Maybe.
Fixing the oil leak is the priority for now. Could that be connected to the running motor? Probably. Hmm. You should try and switch it off and shut the ship down that way. Easier said than done. I don't see any way of shutting it off here. Also, das Problem, was wir haben, ja, die haben ja gerade erzählt, hier sieht man ja Öl, dass der Motor ja noch läuft. Also ist eingerostet. Ich muss auf jeden Fall erstmal einen Gegenstand, wir haben das ja zum Anfang gemerkt, dann sollten wir ja einen Hammer finden. Suchen wir uns erstmal einen Hammer. Hier kann ich jetzt erstmal nichts machen. Jetzt ist für mich erstmal die Frage, wo war dieser blöde Hammer? Und was gibt es hier alles? Oh, hier eine Zeitung. MSC, we found some old newspapers here. They're dated. Last month. So someone really was on board. Maybe just a dumb prank by some curious wannabe adventurers? I don't know. Aha. Tja, wir wissen es auch nicht. Wir haben noch nichts gefunden. Gut, ich denke mal, wenn man hier so Items findet, ich habe ja bei Steam gesehen, dass man... Oh! Dass man irgendwelche Errungenschaften und sonstige Sachen freischaltet. Ach, hier war das doch mit dem Hammer, ne? Der ist aber nicht mehr da. Oh! Aha. Ja, und? Hier scheint irgendwas abgebrochen zu sein. So, ich habe jetzt ein verrostetes Rohr, ja? Was kann ich damit machen? Kann ich das hier irgendwie ansetzen? Ich weiß es nicht. Verrostete Rohrleitung. Gut. Gehen wir mal weiter. Mann, das ist ja spannend jetzt. Ah, hier ist der Hammer. Schön. Können wir jetzt mit dem Hammer vielleicht hier irgendwas machen? Und zwar dieses Rohr demolieren? Ha! Sind wir nicht clever? Ja, und nun? So, jetzt haben wir ein Rohr. Das Rohr. Kann ich das jetzt vielleicht irgendwie hier wieder ranbauen? Nee. Warte mal. Hier ist doch ein Ende. Nee, gut, alles klar. Wir gehen mal zurück. Meine Güte. Wir erleben hier echt eine ganze Menge hier auf dem Schiff. There's a door here, but it's stuck. Maybe there are still some people on the other side. Finn, just get in touch via the radio if you get stuck. Also, das ist. Wir können eine Sache machen. Wir können mit einem Hammer draufhauen. Scheiße. Sagt man nicht. Wir hauen noch einmal mit dem Hammer rauf. Wo ist denn der Hammer jetzt? Komm. Ja, schön. Hä? What the? Cool. Coleman, did you? Yeah, I heard it too. What's going on here, Finn? There's nobody here. Who's operating the horn? Guys, hold on to your seats. We found your ghost ship. It's the wreck of the Maru, a Thai fishing vessel. It was torn loose and swept out of the Laem Chabang harbor by a typhoon back in 2007. It's been drifting unmanned on the open seas ever since. The entire crew is said to have been killed in that enormous storm. The ship has been spotted time and again on the world's oceans. It appears and then disappears almost immediately after it has been discovered. No one has ever managed to bring the ship back ashore.
Superstitious sailors believe that the crew is still alive on the ship, and that they're being held captive by a greedy pirate who has them living below deck like slaves. Hostages on their own boat, they're forced to sail the Maru across the world's oceans under his command, knowing that they'll never see the upper deck or even dry land again. I suggest we put an end to that fairy tale today. Let's tow this thing back to shore, Finn. Should I ask the registered owner if he'd like to have the ship salvaged? Does that sound like a plan? Sounds good. MSC, let us know if and when you hear anything back from the owner. Okay. Also, es ist ein thailändisches Schiff. Hier, das wird mir angezeigt. Und dieses Schiff hat, wurde beim Sturm weggerissen und jegliche Leute sind irgendwie, gestorben, ne? Was ist denn, was soll ich hier machen? Pass auf, wir machen hier auf jeden Fall nochmal aus. Ich denke mal, wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Weil irgendwie... So, wir könnten hier in die Handseilwinde ranmachen. Aber die will nicht. Ah! Schön, und jetzt? Ich bin ein bisschen überfragt. Wahrscheinlich hier noch irgendwas reinmachen. So als. Als Gegen. Also wo ich hier richtig anpacken kann. So. Nicht so viel Hebewirkung. Mal, kann ich das andere Ding hier abhauen? Finn, the rope winch is looking good. Ah, verbinden kann man auch Gegenteil, Sachen. What happened, Finn? I disconnected the oil pump. Can you see the leak, Coleman? Wait a second. Yep, I can see it. There doesn't seem to be any more oil leakage. That just leaves us with the question whether there's really anybody on board. Gut. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Kann ich damit einen Hammer nochmal draufhauen? So, macht keinen Sinn. Wir gehen erstmal oben an Bord. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ich hoffe, hier gibt es nicht irgendwo Sachen, die mich erschrecken. Wo geht's nochmal hoch? Hier. Aber warte mal, haben wir hier auch noch hier noch geguckt? So. Hier geht es da lang. Ist mir alles ein bisschen unheimlich hier. Mit dieser Raupensammlung. Meine Güte. So, dann würde ich an dieser Stelle erstmal einen Cut machen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein, wenn es heißt, Maximus probiert aus. Das gab ja so viele Spiele, die ja mit irgendwelchen Rätseln und ganz ehrlich, da bin ich ja eigentlich echt nicht so der Freund davon, weil da muss ich ja überlegen. Aber sei es drum, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Haut rein, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.